Sehr geehrter Herr Botschafter Nickel, herzlichen Dank, dass Sie hier sind und zu uns gesprochen haben. Herr Bischof Tadeusz Bironek, auch Ihnen herzlichen Dank auch für die Mitwirkung und dass Sie zu uns gesprochen haben. Dann Herr Michail Lutschewski, Sie vertreten heute den Direktor des Zentrums und wir danken Ihnen herzlich, dass Sie die gute Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung für unsere Tagung heute ermöglicht haben. Und schließlich, lieber Christian Schmitz, Ihnen herzlichen Dank für die Vorbereitung, wie auch Christoph Böhr. Wo ist er, Christoph? Wo ist er, Christoph? Ah, hier in der ersten Reihe. In der ersten Reihe. Christoph Böhr, auch dir herzlichen Dank für, wie wir gerade auch gehört haben, wunderbare Vorbereitung und Mitwirkung. Auch, dass wir dieses Grußwort von Helmut Kohl gerade hören durften. Und Christian Schmitz darf ich alles Gute wünschen. Das gehört auch, glaube ich, zum Christentum dazu, denn er hat eine ziemlich böse Fußverletzung. Deswegen geht er etwas beschwerlich. Und ich hoffe, dass die ärztliche Kunst in Polen und in Deutschland dazu beiträgt, dass bei der nächsten Konferenz er ohne Behinderung laufen kann. Ja, meine Damen und Herren, ich spreche nun nicht polnisch, aber ich möchte einen Satz versuchen, aber zu Ihrem Wohle und zu meinem Wohle wird es auch nur ein Satz sein. Tschetschenchen, że mogę znowu być w Polsce i w Warszawie. Tschetschenchen, że jestem w waszym pięknym kraju, w waszej tak bardzo europejskiej stolicy. So, weiter möchte ich Sie jetzt... Weiter möchte ich Ihre Geduld mit meiner sicher nicht sehr vollendeten polnischen Aussprache auf die Probe stellen. Ich darf Ihnen sagen, dass wir als Konrad-Adenauer-Stiftung sehr froh darüber sind, dass wir heute diese Tagung dem Gedenken von Johannes Paul II. Widmen, aber nicht im Sinne einer nostalgischen Rückschau, sondern im Sinne, was bedeutet er heute für uns und für die Zukunft. Und ich werde in einem abschließenden Teil mich besonders noch auf Johannes Paul II. Beziehen. Aber das Thema, das Sie mir gestellt haben, heißt Existenzfragen der europäischen Politik. Und manchmal sind diese Existenzfragen auch Fragen der Gegenwart, wie ich gleich versuchen werde darzustellen. Meine Damen und Herren, seit bald 25 Jahren existiert unsere Vertretung hier in Warschau. Im November 1989 wurde diese Vertretung als erste Vertretung in den damaligen Ostblockstaaten, wie wir sagten, eröffnet. Stiftungsvorsitzender war damals Bernhard Vogel, der jetzt unser Ehrenvorsitzender ist und mit dem ich hervorragend zusammenarbeite als sein Nachfolger. Gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut Kohl, der auf Staatsbesuch in Polen war, sollte am 10. November 1989 unsere Vertretung hier eröffnet werden. Aber es kam, und ich muss sagen, glücklicherweise anders. Der Mauerfall am 9. November veranlasste Helmut Kohl, seinen Staatsbesuch zu unterbrechen. Er flog nach Berlin und sprach vor dem Schöneberger Rathaus. An der Öffnung unseres Büros hat er daher nicht teilgenommen. Erst tags darauf, am 11. November, kehrte er nach Warschau zurück und setzte seinen Staatsbesuch fort, unter anderem, wie es von Herrn Botschafter Nickel schon gesagt wurde, mit einer Messe auf Gut Kreisau am 12. November, zusammen mit Polens damaligen Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki, der, wie Sie alle wissen, vor einigen Monaten verstorben ist und den wir auch in unsere Gedanken heute einbeziehen wollen. Und die Messe wurde zelebriert vom damaligen Erzbischof von Oppeln, Alfons Nossol, mit dem ich vorgestern noch telefoniert habe und mit dem ich im ständigen guten Kontakt bin. Die Versöhnungsmesse wie auch die anschließende Umarmung beider Regierungschefs waren historische Ereignisse, Symbole für den Beginn einer neuen Ära in den Beziehungen unserer beiden Völker. Bis vor 25 Jahren trennte uns der eiserne Vorhang. Vor 10 Jahren, am 1. Mai 2004, trat Polen gemeinsam mit den einst sowjetisch besetzten baltischen Staaten sowie der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn der Europäischen Union bei. Und ich darf Ihnen sagen, meine Damen und Herren,
Ich werde diesen 1. Mai 2004 niemals vergessen. Ich war damals Vorsitzender der Fraktion der Europäischen Volkspartei, der größten Fraktion im Europäischen Parlament. Und für mich war es wie die Erfüllung einer Vision, dass nun unsere östlichen Nachbarn aus der Mitte Europas, wie Johannes Paul II. Auch immer gesagt hat, nun zur Wertegemeinschaft der Europäischen Union gehörten. Und hier ist der ganz entscheidende Punkt, und das ist wichtig für die Europäische Union, für ihre Existenz heute und in Zukunft. Meine Damen und Herren, wir sind in der Europäischen Union nicht eine irgendwie durch Zufall zusammengekommene politische Organisation. Nein, wir sind eine Gemeinschaft von Völkern, von Bürgerinnen und Bürgern in der Europäischen Union, die verbunden sind durch gemeinsame Werte. Und die früheren kommunistischen Länder konnten ja nur der Europäischen Union beitreten, weil sie diese Sehnsucht nach Freiheit, nach der Würde des Menschen, nach Demokratie, nach Rechtsordnung, nach Frieden, weil sie diese Sehnsucht immer aufrechterhalten haben und schließlich dann auch in einer friedlichen Revolution dann diese Grundsätze und Prinzipien, diese Werte durchsetzen konnten. Und meine Damen und Herren, man hört ja oft auch in der katholischen Kirche sehr viel Pessimistisches. Und ich finde, wir als Christen sind zunächst zur Hoffnung, zum Optimismus verpflichtet. Das ist Grundlage unseres Glaubens. Aber wir haben bei aller Demut, die uns immer begleiten muss, aber allen Anlass zum Selbstvertrauen. Denn unser Menschenbild hat sich durchgesetzt. Der Mensch als Person, sich selber verantwortlich und verantwortlich für die Gemeinschaft. Und die totalitären Systeme, zunächst der Nationalsozialismus, der sich gründete auf die Rasse, ein, wie ich finde, schlimmes Wort, und dann der Kommunismus, der sich gründete auf die Klasse, also auch wie der Nationalsozialismus ein totalitäres Regime, haben sich am Ende nicht durchgesetzt, sondern sind gescheitert. Und der Mensch hat sich so durchgesetzt, wie er von Gott geschaffen ist als Person, sich selbst verantwortlich und der Gemeinschaft verantwortlich. Und wir haben immer Anlass, darüber uns zu freuen und auch in einem vernünftigen Selbstbewusstsein dieses immer wieder in unserem Gedächtnis zu haben. Und der sowjetische Diktator Stalin soll einmal gesagt haben, verächtlich nach Rom blickend, wie viele Divisionen hat der Papst? Der Papst hat keine Division, aber wie wir an Johannes Paul II. In ganz besonderer Weise sehen, hat er eine große geistig-moralische Kraft, und am Ende ist das Nicht-Militärische, und ich werde gleich zum Militärischen noch etwas sagen im Angesicht der Herausforderung in der Ukraine, hat das Nicht-Militärische, die geistig-moralische Kraft, unser Bewusstsein für die Würde des Menschen, für die Einzigartigkeit jeder einzelnen Person, dieses hat sich am Ende durchgesetzt und war stärker als die Divisionen des totalitären Kommunismus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wir haben auch, das wurde eben schon erwähnt, und mich hat es als jungen Menschen sehr geprägt, und das auch meine Nähe zu Polen, was für mich immer nicht nur eine Sache des Verstandes, sondern auch des Herzens war und ist und sein wird, dieser wunderbare Hirtenbrief, auch von Herrn Botschafter Nickel schon eben erwähnt, aus dem Jahre 1965, wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung. Welch tiefe Bedeutung in diesem Satz. Und Johannes Paul II. Hat als Bischof und als junger Priester daran mitgewirkt. Und er hat dann gesagt, und auch das wurde schon in anderer Weise angedeutet, er hat gesagt, dass Deutsche und Polen durch die Geschichte zum Nachbarn gemacht wurden und dass wir jetzt eine gemeinsame Aufgabe und Verantwortung in Europa haben. Wir, die Konrad-Adenauer-Stiftung, fühlen uns dieser gemeinsamen Aufgabe und Verantwortung verpflichtet. Sie nehmen in unserer Arbeit besonderen Raum ein. In Deutschland und Polen arbeiten wir dafür, dass unsere Völker in Einigkeit leben, dass wir unsere Beziehungen ausbauen und vertiefen, dass unsere Freundschaft noch enger und fester wird, zum Wohle unserer Völker und zum Wohle der Europäischen Union. Und lassen Sie mich, ich hatte auch die Ehre, das vorgestern in Allenstein zu sagen, in Olsztyn, und daran sehen Sie,
wie oft auch der Vorsitzende der Adenauer-Stiftung hier in Polen ist. Ich bin dann von Allenstein wieder nach Deutschland gereist zu einem 75. Geburtstag eines Freundes und bin dann heute wieder hier und habe in Allenstein, wo Jerzy Buzek, auch ein großer Ministerpräsident Polens und Präsident des Europäischen Parlaments, sagen dürfen, dass wir als Deutsche niemals vergessen, dass wir die Einheit unseres Vaterlandes, auch Polen, verdanken. Ohne Solidarność, ohne Lech Wałęsa, dessen Sohn heute dem Europäischen Parlament angehört, ohne Solidarność hätte es die Einheit, die Überwindung der Teilung Europas und damit auch die Einheit Deutschlands nicht gegeben und natürlich nicht ohne die große geistig-moralische Kraft von Johannes Paul II. Meine Damen und Herren, wenn wir uns darüber heute freuen, dann müssen wir aber gleichwohl wissen, dass wir das, was uns in unserer Generation geschenkt wurde, und was für mich aus der Perspektive des Jahres 1979, als wir das erste Mal das Europäische Parlament wählten, und ich habe das Privileg, seit 1979 dem Europäischen Parlament anzugehören, aus dem ich jetzt mit dem 1. Juli nach 35 Jahren ausscheide. Wenn 1979 jemand gesagt hätte, dass wir zum Beispiel heute hier in diesem Raum über den großen polnischen Papst Johannes Paul II. Sprechen, dass Polen zur Europäischen Union gehört, zur Wertegemeinschaft, dass drei Nationen, die von der Sowjetunion okkupiert waren, nämlich Estland, Lettland und Litauen, und andere Völker der Mitte Europas zur Europäischen Union gehören, aus der Sicht des Jahres 1979 wäre das ein Traum gewesen, eine Vision. Und wenn jemand das vorhergesagt hätte, man hätte vielleicht gesagt, er ist ein Spinner, das wird nicht möglich sein. Und wenn wir in diesen Tagen und Wochen und Monaten und Jahren über viel Geld reden, durch diese Bankenkrise, eine Perversion unserer marktwirtschaftlichen Ordnung, was wir erlebt haben, wenn man 1979 die Überwindung der Teilung Europas hätte kaufen können, wir wären bereit gewesen, jeden finanziellen Preis dafür zu zahlen. Aber es war der Wille der Menschen, der orientiert war auf Freiheit, Demokratie, Frieden und Rechtsordnung hier in Polen, auch im östlichen Teil meines Vaterlandes, der Bundesrepublik Deutschland, der es möglich gemacht hat, dass ohne kriegerische Auseinandersetzungen und ohne, dass es uns viel Geld gekostet hätte, diese Überwindung der Teilung Europas möglich wurde. Meine Damen und Herren, Existenzfragen europäischer Politik haben natürlich etwas mit unserem Menschenbild zu tun. Aber Existenzfragen europäischer Politik sind sehr konkret. Und wenn wir in der Gegenwart scheitern, dann könnte das gesamte europäische Projekt scheitern, sodass auch Entwicklungen in unseren Tagen für die Existenz der Europäischen Union von größter Bedeutung sind. Und meine Damen und Herren, eine der ganz großen Herausforderungen ist, und wer wüsste das besser als Sie, soweit Sie Polen sind, wie wir unser Verhältnis mit Russland gestalten können in der Zukunft. Und ich bin sehr dafür und habe es in meinen Reden immer wieder gesagt, in den verschiedensten Aufgaben. Die Sicherheit Europas im 21. Jahrhundert wird davon abhängen, wie die Europäische Union, hoffentlich eine starke, demokratische Europäische Union, ihr Verhältnis organisieren kann mit Russland, das hoffentlich frei und stabil ist. Und daraus sehen wir schon, meine Damen und Herren, wenn man von europäischer Politik spricht, dass wir einerseits die Europäische Union haben, aber Europa ist mehr als die Europäische Union. Auch die Ukraine gehört zu Europa, Weißrussland, eine Diktatur, gehört zu Europa, aber es ist eben nicht die Europäische Union. Und deswegen haben wir in diesen Tagen eine große Verantwortung, wie die Dinge sich weiterentwickeln in der Ukraine. Und man muss hier, wie ich finde, auf der einen Seite klar sein und eine Aggression als eine Aggression bezeichnen und in anderer Weise natürlich auch klug sein, dass man die richtigen Mittel ergreift. Und ich will abweichend von meinem Text dazu Folgendes sagen. Dass Russland hingegangen ist und sich die Krim einfach geholt hat, ist eine Verletzung des Völkerrechts. Und wir müssen es klar und deutlich sagen. Und ich bedauere, dass es
frühere verantwortliche Politiker in meinem Land gibt, nicht in meiner Partei, aber in anderen Parteien, und ich will das aber nicht zu sehr vertiefen, weil dies ist keine politische Konferenz im Sinne der Auseinandersetzung über Parteipolitik. Ich bedauere, dass es einige Äußerungen in Deutschland gegeben hat, die Verständnis haben für das, was der Präsident Russlands, Wladimir Putin, dort gemacht hat. Meine Damen und Herren, es ist nicht zu rechtfertigen, sich im 21. Jahrhundert aus einem Land, ein Teil dieses Landes, einfach zu okkupieren. Und die russische Politik ist im Übrigen auch nicht glaubwürdig. Und ich sage das als jemand, der dringend dafür plädiert, dass wir mit Russland im Gespräch bleiben. Und ich schließe auch von unserer Seite, der Europäischen Union, eine militärische Auseinandersetzung aus. Aber wir müssen klar sagen, das, was Russland dort in der Ukraine tut, zunächst bei der Krim und dann auch in der Ostukraine, ist unglaubwürdig. Und es ist nicht rechtens, dass Russland sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Russen in der Ukraine beruft. Natürlich müssen wir in einer freien Gesellschaft Minderheiten in einem Land achten. Und das wird eine der großen Herausforderungen sein, jetzt in den nächsten Monaten in der Ukraine, dass die russische Bevölkerung in Russland, in der Ukraine, auch ihre eigene Identität leben kann. Aber es ist nicht zu gestatten, im 21. Jahrhundert einfach Grenzen militärisch zu ändern. Würden wir dieses zulassen, wir würden Kriege überall in der Welt provozieren. Und wenn Russland, wenn Moskau von dem vermeintlichen Selbstbestimmungsrecht der Russen auf der Krim spricht, aber das selbst das gleiche behauptete Selbstbestimmungsrecht der Kaukasusvölker, der Tschetschenen, ich muss, glaube ich, etwas langsamer sprechen, sonst kommen die Dolmetscher nicht mit, aber wenn man sehr mit dem Herzen und dem Verstand spricht, dann kann es schon sein, dass man etwas schneller spricht. Deswegen werde ich versuchen, etwas langsamer zu sprechen, damit die Übersetzung dann auch mitkommt. Also, ich sage noch einmal, Moskau behauptet das sogenannte Selbstbestimmungsrecht für die Menschen in der Ukraine und im Osten der Ukraine. Aber das gleiche Selbstbestimmungsrecht, das die Kaukasusvölker für sich beanspruchen, und denken Sie an die Tschetschenen, dieses Selbstbestimmungsrecht hat man den Tschetschenen nicht zugebilligt, sondern als sie es für sich beanspruchen wollten, hat man Panzer geschickt und man hat sie gebombt und es sind Hunderttausende von Menschen umgekommen. Und ich würde mir wünschen, dass diese Unglaubwürdigkeit der russischen Politik sehr viel mehr zum Ausdruck kommt, was bedauerlicherweise in der Diskussion in Europa, auch in meinem Land, nicht der Fall ist. Und ich hoffe, dass es jetzt gelingt, dass wir in der Ukraine nachdem ein Präsident gewählt wurde, wir dann Parlamentswahlen haben und dass dann auch eine neue Verfassung gestaltet wird, in der auch die Minderheitenrechte anerkannt werden. Und hier können auch unsere Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung, wir haben eine Vertretung auch in Kiew, einen wichtigen Beitrag leisten. Also mit klarer Sprache auftreten gegenüber Russland. Und es muss Konsequenzen haben für unsere Politik der Energieversorgung. Ich erinnere mich sehr gut daran, ich war damals Präsident des Europäischen Parlaments im Jahre 2007, 2008, nachdem der Verfassungsvertrag zunächst in Frankreich, dann in den Niederlanden gescheitert war, dass Polen wollte, dass in den neuen Vertrag, also dann den Vertrag von Lissabon, dass dort eine Klausel der Energiesolidarität aufgenommen wurde. Das war sehr vorausschauend. Und wir danken es Polen, dass dann Gott sei Dank auch schließlich nach einigen Zögern den Lissabon-Vertrag ratifiziert hat, dass es diese Klausel der Solidarität in der Energieversorgung jetzt gibt. Und das ist eine der großen Herausforderungen, meine Damen und Herren, dass wir jetzt eine Energiepolitik in der Europäischen Union betreiben, die die Europäische Union auch als eine Solidargemeinschaft versteht. Wenn ein Land, sei es Polen oder die baltischen Länder, in der Energieversorgung durch einen Drittstaat, nehmen wir an durch Russland, behindert werden und die Energieversorgung abgeschnitten würde, dann muss die Solidarität der gesamten Europäischen Union gelten, weil wir in der Europäischen Union durch Solidarität verbunden sind.
Und dieses Prinzip der Solidarität gilt im Übrigen nicht nur für die Energieversorgung, sondern dieses Prinzip der Solidarität, wir als Christen hätten vielleicht den Begriff der Nächstenliebe, aber ich benutze jetzt den politischen Begriff der Solidarität. Dieser Begriff der Solidarität gilt auch für andere Fragen der europäischen Politik und ich werde zu den Finanzen gleich noch etwas sagen. Ich war immer ein sehr engagierter Anhänger des Nabucco-Pipeline-Systems, dass wir eine Pipeline schaffen um Russland herum. Leider ist das gescheitert, aber wir müssen nach Alternativen suchen. Nicht, dass wir keinen Erdgas mehr von Russland wollen. Natürlich wollen wir gute Beziehungen mit Russland, auch weiter Erdgas beziehen. Aber die Versorgung mit Erdgas aus Russland darf nicht ein mögliches Mittel der Erpressung sein gegenüber Ländern der Europäischen Union, was die Energieversorgung angeht. Und deswegen brauchen wir eine Pipeline, die auch von Aserbaidschan um Russland herum führt in die Europäische Union. Dieses sind sehr konkrete, praktische Maßnahmen, die mit unserem Selbstverständnis etwas zu tun haben, die mit Solidarität etwas zu tun haben und die damit etwas zu tun haben, wie wir die Europäische Union weiterentwickeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hätte hier ein längeres Kapitel jetzt gehabt zur europäischen Sicherheitspolitik. Ich werde das nur andeuten, da ich sonst meine Redezeit von 30, 35 Minuten zu sehr beanspruchen würde. Und im Europäischen Parlament, das darf ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren, hatte ich als Fraktionsvorsitzender in der Regel 6 Minuten Redezeit. Also wenn ich hier 35 Minuten reden darf, plus minus, dann beschenken Sie mich reich mit Zeit. Ich sehe als eine der größten Herausforderungen für die Zukunft, dass wir eine gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickeln, die diesen Namen auch verdient. Und wir haben heute die rechtliche Möglichkeit, durch den Vertrag von Lissabon die verteidigungspolitische Zusammenarbeit zu intensivieren. Es gibt die Möglichkeit der strukturierten Zusammenarbeit. Und es ist nach meiner tiefen Überzeugung eine der Hauptprioritäten in den nächsten Jahren, dass wir im Bereich der Sicherheits-, im Bereich der Verteidigungspolitik Fortschritte machen. Und ich möchte Polen ermutigen, dass Sie hier auch Impulsgeber sind, auch für eine stärkere militärische Zusammenarbeit. Wenn die Polen hier vorangehen, dann hat es vielleicht eine größere Überzeugungskraft, als wenn wir Deutschen es tun. Aber auch Deutschland muss seiner Verantwortung natürlich gerecht werden. Und ich plädiere nachdrücklich dafür, dass wir im Bereich der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik stärker gemeinsam handeln, bis hin, dass wir eines Tages eine gemeinsame europäische Armee haben. Meine Damen und Herren, wir schauen hier gerade in Polen und auch in Deutschland nach Osten, in die Ukraine. Aber die Europäische Union hat auch eine Grenze im Süden. Und wir erleben ja die Situation in den arabischen Staaten, islamischen arabischen Staaten, was sehr beunruhigend ist. Und südlich der Sahara, wir erleben die Entwicklung in Mali, in der Zentralafrikanischen Republik. Und wenn man in Frankreich spricht, wenn wir jetzt heute nicht hier in Warschau wären, sondern in Paris, dort würde man uns sagen, lasst uns die Franzosen mit diesen Problemen in Mali, im Tschad, in der Zentralafrikanischen Republik nicht alleine. Und die Franzosen haben recht, sie erwarten auch von uns, von der Europäischen Union, dass wir gemeinsam handeln. Und ich denke, dass dieses eine große Aufgabe für die Zukunft ist. Aber meine Damen und Herren, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als wenn ich nun nur auf das Militär und auf die Verteidigung und auf eine gemeinsame europäische Armee setze. Die Europäische Union ist stark auch als Zivilmacht. Und ich möchte an ein Beispiel erinnern, das für mich immer noch das Überzeugendste ist. Als vor einigen Jahren in Mazedonien starke Gegensätze zwischen den verschiedenen Volksgruppen waren, der orthodoxen Bevölkerung und der muslimischen Bevölkerung und wie der damalige hohe Beauftragte für die Außenpolitik, Javier Solana, dorthin gereist ist und mit darüber beraten hat, dass es eine Verfassung gab, in der die Rechte auch ethnischer Minderheiten anerkannt wurden. Das heißt, durch politische und juristische Verfahren, durch eine neue Verfassung hat die Europäische Union in Mazedonien damals einen Beitrag geleistet, dass es nicht zu einer bürgerkriegsähnlichen Situation kam.
Und so brauchen wir als Europäische Union alle Elemente einer Außensicherheits- und Verteidigungspolitik, die zivilen Elemente, die politischen, die diplomatischen, die wirtschaftlichen, aber eben auch die militärischen. Meine Damen und Herren, eine weitere große Herausforderung, Existenzfrage der Europäischen Union, ist, dass wir im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik das Richtige tun. Und mit dem Vertrag von Lissabon haben wir die soziale Marktwirtschaft als die Wirtschaftsordnung der Europäischen Union anerkannt. Und das ist mehr als nur Worte. Soziale Marktwirtschaft bedeutet, wir anerkennen den Markt, den freien Markt, das sind wir alle, die Gestalter am Markt, der freie Austausch von Waren, Gütern, Dienstleistungen und Kapital. Aber der Markt hat eine soziale Funktion, er muss den Menschen in den Mittelpunkt nehmen. Und da haben wir wieder unser auch christliches Menschenbild, der Mensch als Person, sich selbst verantwortlich und für die Gemeinschaft verantwortlich. Und darin haben wir auch die beiden Prinzipien der Solidarität und der Subsidiarität. Und es ist wichtig, dass wir jetzt in der Wirtschaftspolitik auch einen gemeinsamen Rahmen haben. Wir haben unsere gemeinsame europäische Währung in 18 Ländern der Europäischen Union, von den 28 noch nicht in Polen. Ich würde es begrüßen, wenn Polen sich auch entscheiden kann, in den nächsten Jahren unserer gemeinsamen Währung beizutreten. Und wenn wir eine gemeinsame Währung haben, dann müssen wir auch das, was wir uns versprochen haben, uns nicht zu hoch zu verschulden, dann müssen wir dieses auch einhalten. Und es war ein großer Fehler, und hier war auch mein Land, die Bundesrepublik Deutschland, mit Frankreich im Jahre 2003 beteiligt, dass wir die Stabilitätskriterien von Maastricht, also dass die Verschuldung, die jährliche Verschuldung nicht über 3% hinausgehen darf, dass wir dieses gebrochen haben. Und es war ein schlechtes Beispiel. Und heute erleben wir in mehreren Ländern, wie gegen diese Vereinbarungen, nicht sich zu hoch zu verschulden, verstoßen wird. Und wir müssen das, was wir uns versprochen haben, auch einhalten. Sonst wird es, wie wir an den Märkten gesehen haben, zu einer Bedrohung für die gemeinsame europäische Währung. Und wenn Griechenland und andere Länder keine Kredite mehr aufnehmen können und damit der Euro im Kern gefährdet wird, dann sind wir nicht in einer guten Entwicklung. Und deswegen muss es jetzt darum gehen, dass wir auch in der Wirtschaftspolitik, in der Bewahrung der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union mehr aufeinander zugehen in der Europäischen Union und eine gemeinsame, in den Grundfragen gemeinsame Wirtschaftspolitik haben in Ergänzung zu unserer gemeinsamen Währung, dem Euro, der an sich stabil ist, sondern die Verwerfung hat es gegeben durch eine unsolide Haushaltspolitik, durch zu viele Schulden, und das hat dann Konsequenzen gehabt für den Euro. Aber der Euro selber ist stabil. Wenn Sie die Inflationsraten sehen, so gibt es in Deutschland mit dem Euro weniger Inflation als in den letzten 10 Jahren mit der deutschen Mark. Und im Übrigen ist der Euro sehr viel wichtiger, als dass es nur ein finanzpolitisches Instrumentarium sein würde. Deswegen also auch in der Frage der Wirtschafts- und Finanzpolitik ein gemeinsames Handeln. Und das Europäische Parlament, die europäischen Institutionen, der Europäische Rat, der Ministerrat, die Kommission haben ja jetzt auch die Bankenkontrolle auf den Weg gebracht, damit auch die Banken sich verantwortlich verhalten. Ich möchte, bevor ich noch einige Bemerkungen mache zu Johannes Paul II., noch etwas zu den gegenwärtigen Auseinandersetzungen sagen im Hinblick auf die Bildung der Europäischen Kommission. Wir haben europäische Wahlen gehabt. Ich bedauere, dass die Wahlbeteiligung nicht größer war. In Polen sind sie, glaube ich, für 80% der Bevölkerung für die Europäische Union ein sehr hoher Wert, wofür wir ihnen dankbar sind. Aber es haben nur 28% das Europäische Parlament gewählt. Und ich freue mich, dass eine Kollegin hier ist, die ins Europäische Parlament gewählt wurde. Leider kann ich nicht mehr ihr Kollege sein, weil ich dann am 1. Juli ja ausscheide. Aber die europäischen Institutionen stehen jetzt vor der Frage, wie die Europäische Kommission gebildet wird. Und ich darf kurz daran erinnern, im Jahre 1999 wurde meine politische Familie erstmalig die stärkste Fraktion mit großem Abstand.
Und man hat dann damals uns jemanden vorgeschlagen als Kommissionspräsidenten, der heute mein Freund ist, Romano Prodi, der aber nicht zu unserer Parteienfamilie gehörte. Und es war immer meine Überzeugung, dass ich in der Spitze der Kommission der Wahlsieger wiederfinden muss. Das heißt, der Kommissionspräsident sollte aus der Parteienfamilie kommen, die die meisten Stimmen bekommen hat. Ich war damals nicht stark genug, als neu gewählter Fraktionsvorsitzender Romano Prodi zu verhindern, sodass wir Vereinbarungen mit ihm getroffen haben, wie er dem Europäischen Parlament entgegenkam. Ich will das hier nicht vertiefen, weil es zu weit führen würde. Aber ich habe mir damals geschworen, wenn ich im Jahre 2004 noch etwas zu sagen habe, als Fraktionsvorsitzender, wenn ich es noch bin, und man schlägt uns wieder jemanden vor, der nicht das Wahlergebnis repräsentiert, dann werden wir das verhindern. Und man hat uns damals den liberalen belgischen Ministerpräsidenten Guy Verhofstadt vorgeschlagen, bereits vor der Wahl ihn zu wählen zum Kommissionspräsidenten. Und nichts gegen ihn als Person, er ist ein guter europäischer Föderalist. Aber er vertrat nicht das Wahlergebnis und so haben wir seine Wahl 2004 verhindert. Und so ist José Manuel Durão Barroso, der Kommissionspräsident, dann schließlich geworden. Und Rocco Buttiglione hat ja auch in diesem Zusammenhang eine sehr wichtige Rolle damals gespielt. Meine Damen und Herren, und darum geht es jetzt im Jahre 2014, dass wir als Kommissionspräsidenten jemanden bekommen, der auch dieses Wahlergebnis repräsentiert. Und ich hoffe, dass es gelingt, auch mit den Regierungen, und Sie wissen um die Schwierigkeiten, dass Jean-Claude Juncker am Ende der Präsident der Europäischen Kommission wird. Und dann bedarf es nicht nur der Zustimmung im Europäischen Parlament zum Kommissionspräsidenten, sondern dann gibt es eine zweite Abstimmung über die gesamte Kommission. Und in dieser zweiten Abstimmung ist dann der Kommissionspräsident noch einmal eine Persönlichkeit, die das Vertrauen braucht. Ich hoffe, dass dieses uns gelingen wird. Wenn ich abschließend zu diesem Aspekt, meine Damen und Herren, noch einen Blick in die Zukunft werfen darf. Ich bedauere, aber das ist vielleicht schon eine Sache für Experten oder Feinschmecker, aber ich glaube, sie ist für die Zukunft der Europäischen Union wichtig. Wir haben heute einen doch ziemlichen Gegensatz, einen Dualismus zwischen Europäischer Kommission einerseits und dem Europäischen Rat, den Staats- und Regierungschefs andererseits. Und ich würde es für richtig halten, oder fordere dazu auf oder empfehle, dass man mal darüber nachdenkt, ob es nicht in Zukunft sinnvoll sein könnte, dass wir eine Identität haben des Präsidenten der Kommission und des Präsidenten des Europäischen Rates, also einen wirklichen Präsidenten der Europäischen Union. Und dann könnte man darüber nachdenken, ob er durch die Parlamente gewählt wird und das Europäische Parlament oder durch das Volk. Aber es würde die Europäische Union attraktiver machen, wenn wir an der Spitze der Europäischen Union auch eine Persönlichkeit hätten, die für die gesamte Europäische Union spricht. Meine Damen und Herren, vielleicht noch zwei, bevor ich noch etwas zu Johannes Paul II. Sage, noch zwei wichtige Bemerkungen zur Frage der Erweiterung der Europäischen Union. Wir haben ja eine große Erweiterung gehabt auf jetzt 28 Länder. Und es ist meine feste Überzeugung, dass wir die Europäische Union jetzt im Kern vertiefen müssen. Und in Deutschland stellen sich viele Menschen die Frage, ja, was wird mit der Türkei? Soll die Türkei Mitglied der Europäischen Union werden, ja oder nein? Ich sage Ihnen als meine Meinung, dass die Europäische Union überfordert ist, politisch, kulturell, geografisch und finanziell die Türkei als Vollmitglied aufzunehmen. Deswegen empfehlen wir eine andere Form der Kooperation, aber keine Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union. Der Balkanraum wird sicher eines Tages Mitglied der Europäischen Union werden, aber dieses muss schrittweise und vorsichtig und in kluger Weise geschehen. Bulgarien und Rumänien sind möglicherweise zu schnell aufgenommen worden und daraus muss man lernen, dass wir nicht zu schnell weitere neue Mitglieder aufnehmen. Und die Ukraine muss eine Perspektive haben, eine Perspektive nicht für heute und morgen, aber eine Perspektive haben, dass sie eines Tages, wenn sie es selber will, auch Mitglied der Europäischen Union werden kann. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich die demografische Entwicklung
anschauen. Und das ist ein Argument, dass wir in der Europäischen Union gemeinsam handeln. 1950 war der Anteil der Europäer, also bis hin zum Ural, an der Weltbevölkerung 20%. Der Anteil der Europäer heute an der Weltbevölkerung ist noch 10%, der Europäer insgesamt. Und der Anteil der Europäischen Union an der Weltbevölkerung liegt unter 10%. Die Weltbevölkerung 7 Milliarden, Europäische Union 504 Millionen. Und auch für Deutschland, was in meinem Land nicht immer gesehen wird, der Anteil der Deutschen wird immer weniger. Wir liegen jetzt noch bei etwas mehr als 1% der Weltbevölkerung mit 80 Millionen. Und im Jahre 2050, wenn die demografische Entwicklung sich so gestaltet, wie die Prognosen sind, wird der Anteil Deutschlands noch bei 0,7% an der Weltbevölkerung sein. Meine Damen und Herren, wie anders als zusammen können wir in der Zukunft unsere Werte und Interessen verteidigen? Und jeder Weg zurück in den Nationalismus wäre ein Rückschritt und würde ein Beitrag sein, dass wir unsere europäischen und auch christlichen Werte nicht mehr verteidigen könnten. Und gestatten Sie mir, meinen Vortrag über die Existenzfragen für die europäische Politik mit einigen Worten über jenen Mann, jenen Heiligen abzurunden, der uns hier in Warschau zusammengeführt hat, dessen Leben und Wirken eng mit der Existenz unserer heutigen Europäischen Union verknüpft ist. Nach einer Amtszeit von nur 33 Tagen war am 28. September 1978 völlig unerwartet Papst Johannes Paul I. verstorben. Am 16. Oktober wurde Karol Josef Kardinal Wojtyła aus Krakau sein Nachfolger. In Erinnerung an seinen plötzlichen verschiedenen Vorgänger wählte er den Namen Johannes Paul II. Sollte der Heilige Geist jemals das Konklave geleitet haben, und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist oft dabei war, vielleicht nicht immer hinreichend genug, aber oft, so durfte man diese Papstwahl wirklich als eine Wahl des Heiligen, inspiriert vom Heiligen Geist, bezeichnen. Den Krakauer Kardinal zum Papst zu wählen, war ein Signal für die Zukunft. Widerstand gegen den Kommunismus, Überwindung des totalitären kommunistischen Regimes, Überwindung der Teilung Europas. Welch revolutionäre Tat der ansonsten konservativen katholischen Kirche. Karol Josef Wojtyła war bereits als polnischer Bischof zutiefst davon überzeugt, dass die deutsch-polnische Aussöhnung eine historische Notwendigkeit und von grundlegender Bedeutung für die Zukunft Europas ist. Von Anfang an war er zudem darum bemüht, die Bedeutung der mittel- und osteuropäischen Länder für Europa in Erinnerung zu rufen und in Europa einzubinden. Und er sprach von den beiden Lungenflügeln, wie wir alle wissen. Als einer der Teilnehmer des Zweiten Vatikanischen Konzils 1965 war Karol Wojtyła maßgeblich an der Abfassung des Hirtenbriefes beteiligt. Bei einem Besuch in Köln im September 1978 sagte der damalige Kardinal: Wir wollen einen neuen Blick gewinnen auf die Geschichte unserer Völker und auf die uns von der göttlichen Vorsehung gegebene Nachbarschaft, die im Laufe der Geschichte oft eine schwierige Nachbarschaft gewesen ist. Mit unvorstellbarer Weitsicht sprach er einige Sätze später von seiner Vision, dass dies zur Gestaltung eines neuen Antlitzes Europas und in der Welt beitragen wird. Für den künftigen Papst stand zu diesem Zeitpunkt bereits fest, dass die kommunistischen Regime in Mittel- und Osteuropa und somit die Teilung des europäischen Kontinents nicht von Dauer sein würden. Die Wahl eines Polen, der die Bestrebungen der slawischen Völker kennt, zum Nachfolger auf dem Stuhl Petri im Oktober 1978, ist bisher etwas Einmaliges in der rund 2000-jährigen Geschichte der katholischen Kirche. Nach 450 Jahren wurde zum ersten Mal wieder ein Nicht-Italiener zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt. Und ich darf abschließend erinnern an seine großen Worte bei seiner Amtseinführung. Habt keine Angst, öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus, öffnet die Grenzen der Staaten, der wirtschaftlichen und politischen Systeme, die weiten Bereiche der Kultur, der Zivilisation
und des Fortschritts seiner rettenden Macht. Habt keine Angst. Meine Damen und Herren, und ich will abschließend dieses sagen, ich hatte die große Ehre, 4 Monate vor dem Tod von Johannes Paul II. Ihn noch einmal zu besuchen. Und er war schon damals, wie man merkte, todkrank, er konnte kaum sprechen, aber er hat alles verstanden, was wir uns unterhielten. Und ich hatte die Ehre, und der heutige Kardinal von Krakau, Dziwisz, war dabei, die Ehre, ihm die Robert-Schumann-Medaille zu überreichen. Robert-Schumann-Medaille in Erinnerung an den großen Christen und Katholiken Robert Schumann, dem wir aus Frankreich das Angebot der Versöhnung gegenüber Deutschland verdanken. Und Johannes Paul II. Hat mir ein Dokument von ihm unterschrieben, nicht selber überreicht, aber es war sein Dokument. Der Bischof Dziwisz damals hat mir rein formell es gegeben, aber es trägt die Unterschrift von Johannes Paul II. Und ich lese daraus nur das Erste vor. Er schreibt: Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich grüße Sie von Herzen und danke Ihnen für die Auszeichnung, die Sie mir freundlicherweise verliehen haben. Sie weckt in mir die Erinnerung an Robert Schumann, der zu Recht als einer der Gründerväter des heutigen Europa gilt. Er soll einmal erklärt haben, dass der Ort, an dem er sich am meisten als Europäer fühle, die Kathedralen seien. Treu dieser Überzeugung haben Sie sich dafür eingesetzt, dass die europäische Verfassung, also er meint unsere Fraktion, dass die europäische Verfassung die christlichen Wurzeln dieses Kontinents anerkenne. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Engagement. Auch wenn es nicht von Erfolg gekrönt worden ist, den Gottesbezug haben wir nicht erreicht, aber Sie wissen, viele unserer Werte sind, ohne dass von Christentum ausdrücklich die Rede ist, wie die Würde des Menschen sind, in der Verfassung. Und Johannes Paul II. Sagt, auch wenn es nicht von Erfolg gekrönt worden ist, so hat es jedenfalls bei den verantwortlichen Politikern, den Bürgern und in der öffentlichen Diskussion das Nachdenken über eine Frage angeregt, die im heutigen nationalen, europäischen und globalen Kontext von nicht untergeordneter Bedeutung ist. Es folgen weitere Ausführungen und dann das Datum im Vatikan, 30. November 2004, Johannes Paul II. Ehren wir diesen großen Papst, diesen großen Polen, diesen großen Europäer dadurch, indem wir das Werk der Einheit Europas fortsetzen und uns dabei immer bewusst sind, dass die Würde des Menschen, und das ist der Kern jeder christlichen Überzeugung, dass dabei die Würde des Menschen im Mittelpunkt steht, so ehren wir Johannes Paul II. Weiter im 21. Jahrhundert. Vielen Dank. Applaus